Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Hallo liebe Leute, es ist schon wieder, man kann es kaum glauben, ein Monat rum. Es sind nicht wirklich 4 Wochen, weil wir diesmal was früher dran sind mit dem Aufnehmen als sonst. Aber nichtsdestotrotz, hier ist sie schon, die nächste Folge von Beyond Page Views. Hallo sagt Markus Bersch aus Mönchengladbach und Michael Janssen aus Köln. Im wunderschönen Köln, gerade da, wo gerade die Demexco stattgefunden hat. Ja, die Demexco, die einen Teil unseres Programms heute auch bestimmen wird. Aber dazu kommen wir, wie immer, nach einigen anderen Tagesordnungspunkten. Der erste wäre das Housekeeping. Wir haben tatsächlich was Haus zu keepen heute. Und zwar werden wir jetzt wahrscheinlich hier live und vor Zeugen entscheiden, dass wir die Videos eigentlich gar nicht mehr bei YouTube hochladen müssen, oder? Da reicht auch das statische Bild. Genau, irgendwie war das jetzt nicht so. Also der Hype ist vorbei, einfach Video, Bewegtbild. Der Hype ist einfach komplett vorbei, finde ich. Das ist ganz klar. Überall, das sieht man überall. Nee, also Spaß beiseite. Video stirbt. Wir hatten, glaube ich, beim letzten Mal hatten wir ganz viele hier Aufrufe und diesmal hatten wir, glaube ich, 8 oder 9. Genau, das war entweder Neugier oder dass es jetzt 8 oder 9 waren, genauso viel wie sonst ohne Bewegtbild, heißt einfach, dass wir nicht interessanter sind als ein Standbild. Genau. Schönen Dank dafür. Also lassen wir das bleiben. Gut, nächster Punkt. Genau, nächster Punkt ist von mir auch wieder eine spannende Erfahrung. Wenn ihr auf Konferenzen geht und mich ansprechen wollt oder mal sehen wollt, also mir würde ihr einen Gefallen tun, wenn ihr einfach mal vorher anguckt, wie ich aussehe. Ich habe mich bei der Meta-People-Party, bei der Performance halt unterhalten mit jemandem relativ lange. Und nach einer halben Stunde fragt er, was ich so mache. Und dann sagte ich halt, Podcast auch, Beyond Pages. Und dann fiel ihm auf, dass ich den Podcast mache, den er dauernd hört. Fand ich ein bisschen spät, aber darum ruhig mal vorher angucken, wie ich aussehe. Ich kann auch lächeln. Dann ansprechen, das würde mich freuen. Ja, ich versuche das ja immer zu erleichtern mit so einem Beyond Page Views Hoodie, wenn das Wetter das zulässt, habe ich das Ding ja meistens an. Finde ich auch clever, aber ist nicht mein Kleidungsstyle irgendwie so, noch nicht so ganz. Irgendwie vielleicht ein Cappy? Nee, ist auch nicht so meins, aber irgendwie ein T-Shirt vielleicht? Du trägst ja schon mal T-Shirts gelegentlich. Stimmt. Ja, mal gucken, vielleicht kann ich mir auch einfach ein bisschen auffälliger kleiden, dass man mich dann gleich erkennt. Ja, die T-Shirt-Zeit ist ja jetzt vorbei. Also jetzt auf der Demexco konnte ich mit dem Ding nicht rumrennen, aber auf der Demexco konnte ich eh nicht viel rumrennen, weil ich mir am Wochenende irgendwie den Fuß verstaucht habe. Das heißt, meine Demexco hatte so netto 3 Stunden ungefähr. Gute Besserung von hier aus nochmal. Ja, danke, danke. Also bis die hier raus ist, werde ich wahrscheinlich wieder laufen können. Super. Gibt dann noch einen Punkt? Ja. Und zwar wurde ich von Patrick von Systrix angesprochen bei dem letzten Systrix-Stammtisch, dass mein Mikrofon sehr blechern klingt, beziehungsweise meine Stimme. Daraufhin habe ich mein Setup jetzt aufgerüstet. Ich habe jetzt hier ein Zoom H5 und habe da so ein Headset von Sennheiser. Der Markus sagt, ich klinge jetzt viel tiefer. Das könnt ihr entscheiden, ob was ihr vorher fandet. Auch Patrick, du kannst gerne Feedback geben, ob es jetzt besser ist oder nicht. Auf jeden Fall ist das jetzt auch mein neues Reisesetup, mit dem ich dann sozusagen unterwegs bin. Denn vorher war doch relativ klobig das Headset, was ich benutzt habe, was du auch noch benutzt, so ungefähr eins, ne? Ja, ja, gut, das ist hier so ein PC irgendwas, hier so ein Sennheiser, uralt Ding, aber das funktioniert halt. Natürlich, natürlich, auf Reisen ist es ein bisschen klobig, bisschen hier viel Plastik und so, und daher jetzt bin ich ein bisschen kleiner unterwegs. Nur ab sofort mit neuem Mikrofon-Setup und stelle noch ein bisschen ein, mal gucken. Und dann muss ich mir wahrscheinlich dann auch holen, jetzt klinge ich bestimmt quietschig gegen dich. Also, das kann gut sein, wir müssen halt nachbearbeiten. Ja. Gut, Fundstücke, oder? War es das? Haus? Genau, wir hatten keine Kommentare. Sommerpause vielleicht, ich weiß es nicht. Nö, macht ja nichts. Genau, darum keine Kommentare, nichts weiteres. Ist auch nicht schlimm. Dann geht's los mit den Fundstücken. Ich fange an. Fange ich? Ja, fange ich. Genau, mit einem ganz kleinen Fundstück. Es tut auch diesmal gar nicht weh. Es geht einfach um eine Neuerung im Google Tag Manager. Und zwar kann man Variablen Werte jetzt formatieren. Und das ist auf den ersten Blick erstmal unspannend, aber es ist prima, wenn man zum Beispiel, also da hat er sich auch drauf ausgetobt,
auch so Sachen wie, wenn irgendwas undefined ist, dann möchte man vielleicht lieber ein anderes Ergebnis haben oder wir können Dinge durchgehend groß oder klein schreiben. Man kann durch solche Konvertierungen eben auch sowas wie logische Werte wie true oder false in irgendwelche Werte umwandeln, die man viel besser nachher in einer benutzerdefinierten Dimension oder sowas lesbarer unterbringen kann. Es ist also eher eine kleine Änderung, aber die macht vielen das Leben leichter, wenn man dann nicht mehr hingehen muss, und sich eine Custom-JavaScript-Variable bauen muss, die Ergebnisse von anderen Custom-Variablen oder sowas aufnimmt und dann wieder in irgendwas umwandelt. Also wie gesagt, kleine Änderungen, aber für den einen oder anderen sicherlich hilfreich, je nachdem, was man so mit dem Tag-Manager alles anstellt. Also gerade dann praktisch, wenn ich halt, du sagst, bei undefined oder bei null, dass ich da tatsächlich auch null zurückliefere, wenn ich sonst Zahlenwerte ausliefere. Genau, das da bist du auch mal durch mehrere Reifen gesprungen, ne? Ich glaube, bei den Conversion-Dieben nochmal in so einer frühen Fassung. Das kann sein. Ja. Stimmt, ja. So, das wäre jetzt einfacher. Aber gut, ne? Also kleine Änderungen, manchmal große Wirkungen. Wer mit dem Tag-Manager arbeitet, wird es vielleicht schon gesehen haben. Wenn nicht, guckt es euch an. Genau. Okay, dann bin ich auch schon dran mit vom letzten Jahr einem Blogbeitrag, den ich nochmal wieder rausgeholt habe. Da geht es um die Content Security Policy. Da geht es darum, nämlich bei einem Kunden ist es aufgefallen, dass die Skripte nicht funktionierten, dass die Konsole Fehler geschmissen hat ohne Ende. Und das Problem war einfach, dass der Programmierer, der Webentwickler die Content Security Policy in den Seitenheader geschrieben hat und war da sehr restriktiv mit den Sachen, die zugelassen waren. Das heißt, mit der Content Security Policy kannst du halt freigeben, was erlaubt ist, was gemacht werden darf, welche Skripte ausgeführt werden dürfen. Eigentlich eine sehr coole Funktion. Nur wenn du es nicht kennst und den Fehler suchst, suchst du halt ewig. Darum ruhig durchlesen von Lunametrics den Artikel zur Content Security Policy. Gerade wenn Skripte nicht ausgeführt werden, könnte das die Lösung sein. Ja, also du bist jetzt im echten Leben tatsächlich mal drüber gestolpert. Ja. Da hat irgendeine Agentur hat das bei allen Websites des Kunden eingebaut. Halt nicht überall aktuell gehalten. Dann gingen halt plötzlich irgendwelche Werbepartnerskripte wurden nicht ausgeführt und alle wunderten sich. Und war aufgefallen im Seminar, wie ich die Konsole offen hatte und der geguckt hat, was läuft da nicht gerade rein. Und da stand es dann auch schon gleich, dass die Content Security Policy war. Gut, also Security klingt erstmal gut, kann aber manchmal ein Feind sein. Genau, schließt man sich selber aus. Nächster Punkt ist etwas, was es schon zugegebenermaßen, glaube ich, was länger im Data Studio gibt, aber da ich da auch nicht jeden Tag mit arbeite, bin ich jetzt erst über einen Blogbeitrag bei Inor drüber gestolpert, nämlich den Data Explorer im Google Data Studio. Hast du da schon drin rumgeklickt? Genau, das ist eigentlich das, was andere Tools schon lange haben, also was wie Tableau, dass man immer generell die Daten angucken kann. Sau praktisch, weil bis ich mal nie gucken, funktioniert das, was ich eigentlich tue. Muss sich sozusagen Tabellen selber bauen, um dann zu gucken, die Werte zu überprüfen, gerade wenn man so eigene kalkulierte Metriken dann gebaut hat oder so. Extrem praktisch dafür. Also mit dem Data Explorer kann man, wie der Name schon vermutet, sich tatsächlich halt in seinen Daten umschauen. Man kann sich angucken man kann sich Metriken, wie man es kennt, halt über verschiedene Dimensionen anschauen. Man kann filtern, tun und machen. Und was ich eben auch noch nie gesehen hatte, ist, dass man, wenn ich noch nicht drauf gestoßen bin, im Prinzip auch in jedem beliebigen Start übers Kontextmenü halt so eine Explore-Funktion aufrufen kann, um sich da eben auch mit den Daten, die dieses Chart ergeben haben, da eben auch nochmal segmentierend, slicend und dicend mit auseinanderzusetzen. Was natürlich super prima ist, wenn man in so einem Chart was gefunden hat und möchte wissen, warum ist das so, wie es mir hier gezeigt wird. Genau. Ja, haben bestimmt viele schon genutzt. Ich habe es einfach noch nicht gesehen. Der Blogbeitrag ist aktuell, das qualifiziert ihn für die Fundstücke. Nächster. Genau, Seitenwert statt Absprungrate. Jeffalytics. Ist jetzt gerade auch Trend, sich hier irgendwas mit Analytics hinten zu nennen, oder? Ja, unbedingt. Analytics, Jeffalytics, Analytics. Ja. Markolytics klang halt scheiße, habe ich weggelassen. Okay. Genau, okay. Bei dem geht es darum, dass man dass einzelne Seiten haben ja keine Conversion Rate, sondern nur Zielseiten zum Beispiel. Und um aber trotzdem Seiten bewerten zu können, schlägt er halt vor, statt sowas wie Absprungrate einfach den Seitenwert zu nehmen. Seitenwert ist, wenn ihr Zielvorhaben habt und dann Werte denen vergibt, können auch Fantasiewerte sein an Summen, dass die halt den einzelnen Seiten zugeordnet werden. Das steht alles bei Jefflytics. Sehr guter Ansatz, verfolge ich ja auch recht häufig, um einfach zu sehen, welche Seiten haben eigentlich wirklich Wert in der Journey bis zum Kauf.
Ja, das wobei so ein Seitenwert natürlich genauso wie eine Absprungrate dich auch in die falsche Richtung denken lassen kann. Also ich hatte jetzt aus aktuellem Anlass im Rahmen eines Relaunches ist für eine bestimmte Klasse von Seiten einfach der Seitenwert enorm gesunken. Und wenn irgendwas sinkt im Vergleich zu vorher, macht man sich natürlich immer erstmal Sorgen, warum ist das so? Ne? Warum haben diese Seiten jetzt einen geringeren Wert? Ja. Wenn man aber hinten raus sieht, dass der Umsatz gleich oder besser ist wie vorher, heißt es einfach nur, dass durch den Relaunch diese Seitenklasse nicht mehr so häufig an irgendwelchen Sessions teilnimmt, die nachher wirklich dann zu Transaktionen geführt haben. Das ist erstmal gar nichts Böses. Nee, ja? Zum Beispiel bei einer hässlichen Seite wird oft das Impressum angeschaut, weil man den Leuten nicht vertraut. Und dann hat er jedenfalls das Impressum einen hohen Seitenwert. Das ist immer so mein Beispiel, was ich immer gerne nehme. Hm. Und je vertrauensvoller die Seite aussieht, je mehr Trust Element, desto seltener wird das Impressum im Verlauf des Kaufprozesses aufgerufen, hat weniger Seitenwert. Ja. Was ja gut ist eigentlich. Eben. Also man kann daraus lernen, auch ein sinkender Seitenwert kann ein positives Signal sein. Auf jeden Fall. Hm? So. Kontext immer mit betrachten. Ist das sowieso grundsätzlich kein schlechter Tipp. Nächster Punkt, oder? Wir waren durch, ne? Ist deiner, ja. Ja. Du magst den Google Tag Manager, ich mag den Google Tag Manager. Die meisten unserer Hörer mögen den Google Tag Manager wahrscheinlich auch. Wenn man ihn einführen will, muss man aber immer wieder gegen irgendwelche Argumente oder Hürden angehen, die dann aus dem Marketing oder noch lieber aus der IT kommen. Und bei Analytics Manialytics, Entschuldigung, ich wollte es nochmal hinten dranhängen. Bei Analytics Mania gab es einen Post zum Thema, wie man Leute davon überzeugen kann, den Google Tag Manager auch toll zu finden, beziehungsweise diese typischen Argumente zu entkräften. Ja, es ist Englisch, aber das ist, glaube ich, für niemanden wirklich eine große Hürde. Man kann sich das zur Selbstargumentation problemlos ins Deutsche übersetzen. Die Punkte stimmen halt, ne? Also manchmal geht die Argumentation natürlich so ein bisschen in eine andere Richtung, ne? Wenn jetzt also gerade jetzt so im Zuge von DSGVO und sonst irgendwas die Leute sagen, wir bauen doch jetzt nicht noch irgendein Tool ein, wo wir nicht wissen, was Google mit den Daten macht und so, dann kann man natürlich trotzdem argumentieren, warum auch der Einbau von Google Analytics sinnvoll und hilfreich sein kann, um eben seine Cookies zu handeln und alles irgendwie zu zentralisieren und sogar darüber irgendwie nachher ein Consent-System aufzubauen. Aber das Argument, dass Google einfach der Betreiber von diesem Tool ist, bleibt ja am Ende des Tages. Ne? Insofern kann man, glaube ich, nicht jede Argumentation oder jedes Streitgespräch mit den Argumenten gewinnen, die ja aufgezählt werden, aber es sind eben gute Argumente für den Tech-Manager und die kann man sich da einfach nochmal vor Augen führen. Genau. Tech-Manager ist toll. Beide Daumen hoch. Ja. So, und der kann viel mehr, als man denkt, aber dazu nachher. Ja, genau. So, genau. Nächster Punkt ist kurz von Analytics Pros, ein ganz kurzer Artikel, einfach nur dahin, wo eigentlich Analytics hingeht oder Webanalyse, Digitalanalyse und zwar Augmented Analytics. Das hat nichts mit virtueller Realität zu tun, VR oder Augmented Reality oder so, sondern es geht einfach nur darum, dass jetzt mit Hilfe von Machine Learning und anderen Verfahren die Daten angereichert werden, weiter ausgearbeitet werden und mehr Insights geschaffen werden. Kurzer, knapper Artikel, wo es hingehen kann, wo es hingehen soll. Das von den Analytics Pros. Und dass der Weg eventuell auch gar nicht so einfach ist mit diesem KI und AI und Augmented und allem drum und dran. Sieht man ja daran, hatten wir das schon, dass das Attribution zurückgezogen wurde von Google? Wir hatten ja in der letzten Sendung, das ist jetzt bei Kunden wieder weggenommen worden. Und Google war nicht zufrieden mit dem, was das Tool macht. Ja. Und das sollte ja auch so KI und AI machen. Von daher noch ein längerer Weg, bis es soweit kommt. Wir hatten es ja abseits dieser Aufnahme schon mal irgendwie diskutiert. Ich würde ja jetzt, also ohne einen Aluhut aufzuhaben, würde ich ja schon fast sagen, wenn Google auf der einen Seite alles irgendwie, wenn es irgendwie geht, automatisieren kann, also alles jetzt im AdWords-Bereich, wo jetzt smart draufgeschrieben wird zum Beispiel, zeichnet sich ja dadurch aus, dass eigentlich Google die volle Kontrolle hat und der Betreiber eigentlich fast gar keine Kontrolle mehr. Wenn der jetzt auch noch hinten raus Zahlen hat, die Attributionen irgendwo nach irgendwelchen klassischen Modellen machen, die arbeiten aber alle irgendwie mit irgendwelchen data-driven Attributionsmodellen, diese ganzen Maschinen, die da so haben, dann kann das eigentlich nur dazu führen, dass die Leute irgendwelche Dinge sehen und nicht mehr wissen, was die, warum das so ist, wie es ist. Also es werden einfach vielleicht unbequeme Fragen aufkommen. Warum fließt noch so viel Budget in Kanal, Werbemittel 1, 2, 3
Und das sieht dann eben nach irgendwelchen klassischen Attributionsmodellen vielleicht gar nicht so sinnvoll aus, was da läuft. Das ist so meine Vermutung, ja, dass also Attribution jetzt Google selber nicht mehr hilft, Ziele zu erreichen, und dann brauchen wir es jetzt auch nicht mehr. Kann sein. Genau, Audience ist ja auch weg, aber egal. Das war nicht Thema. Auch mit der Analytics, Machine Learning, spannende Zeiten kommen auf uns zu. Auch was man mit AR zum Beispiel machen kann. Hast du ja schon mit spielen, aber nennt man das ja nicht, ne? Ja, nee, doch. Ja, also das, was ich gemacht habe, ist eigentlich trotzdem eher mal spielen. Ja, also ich hab's kennengelernt, aber. Weil auch da Machine Learning kann man ja mit verknüpfen und machen und so. Ja. Okay, okay. Nächster Punkt ist bei dir. Nächster Punkt ist bei mir. Es geht um ein Update von einem Artikel, auch bei Simo Ahava im Blog, wo es darum geht, im Cross-Domain-Fall halt sauber mit iFrames das Tracking aufzusetzen. Er hatte jetzt die naheliegende Idee, statt mit einem Hit-Callback das mal wieder mit einem Custom-Task zu machen. Das heißt also, wer die alte Lösung von ihm implementiert hat, sollte sich das Update mal anschauen. Generell bleibt es ja, dass also Cross-Domain-Tracking ja eigentlich kein großes Problem ist, aber wenn dann eben iFrames im Spiel sind, wenn man dann die Session retten will, muss man halt so durch so ein paar Ringe springen, und hat eben hauptsächlich mit dem Dekorieren des iFrames zu tun, damit da eben ein Cookie sauber übergeben wird und so weiter. Da hat er, wie gesagt, eine andere Lösung, die auch nur dann funktioniert, wie immer, wenn man wirklich beide Domains wirklich gemeinsam tracken will, ne? Also wer jetzt auf einer externen Domain zum Beispiel einen externen Warenkorb hat, der kann oder will da wahrscheinlich gar keinen Cookie setzen, weil das irgendwie ja der Checkout ist, der bei irgendeinem Anbieter läuft. Ja, so. Der braucht dann wiederum andere Lösungen. Nee, aber gerade dann funktioniert es. Das habe ich jetzt dreimal jetzt schon gehabt. Hm. Wenn die Idee ermöglicht, Analytics einzubinden, brauchst du ja den Cross-Domain nur in eine Richtung. Und genau dann funktioniert es halt, dass du halt deine ID einträgst und sozusagen beim Anbieter sozusagen direkt mittrackst. Mhm. Ja, wenn der Anbieter das unterstützt. Genau, aber er braucht halt nur einfach nur den normalen Analytics-Code zu unterstützen und den Autolinker noch anzuhaben. Das war's. Genau, der Autolinker muss dann laufen, dann ist das okay. Richtig. Genau. Ja. Gut, das also nochmal zu iFrames, und er schließt mit dem gleichen, was ich auch finde, iFrames sind immer noch Mist. Ja. Und aber trotzdem kommen wir ja nicht ohne aus, also was soll's. So, und du hast jetzt noch einen letzten Kandidaten. Genau, gerade noch mal schnell reinkopiert. Ich wollte auch noch aufrufen und testen, aber Mike von Metrica, kurze Servicemeldung für dich, deine Website ist down, scheint mir so. Ich kann sie gerade nicht aufrufen. Kannst du es auch noch mal gegentesten, Markus? Ich jetzt? Ja. Ich kriege sie von hier aus nicht aufgerufen. Meine? Nein, die metrica.de. Ah. Nein, sieht nicht so aus. Okay, da ist auf jeden Fall, weil ich beim Kunden war und der hat sich total gewundert, der wollte jetzt einen Vorjahresvergleich machen, und plötzlich waren die ganzen Daten vom Vorjahr weg, alles nichts zu sehen und irgendwie gar keine Zugriffe mehr. Das liegt an diesem freiwilligen Löschen mit diesen 14 Monaten, glaube ich, weißt du die Zeiten? Und da jetzt Datenaufbewahrung, ja, 14 oder 23, irgendwie mal so krumme Sachen. Ja. Genau, und ja, wer da 14 eingestellt hat, merkt das jetzt mit dem Vorjahresvergleich eventuell jetzt schon, wenn er ein bisschen weiter zurückgeht, und sobald eine sekundäre Dimension dazu kommt, hier, dann sind halt die Daten auf null. Das mal kurz, ich finde die 14 Monate zu kurz gewählt, steht noch nicht unter DSGVO drin, ich glaube ja auch, dass es gar nicht dafür eingeführt wurde. Wie sieht es bei dir aus? Ich glaube schon, dass es also zumindest mal aus Gründen zeitgleich mit der DSGVO gekommen ist, dass es einem dabei hilft, DSGVO-Anforderungen zu erfüllen, glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die DSGVO von mir will, dass ich keine Vorjahresvergleiche mehr machen kann. Ich glaube, voreingestellt waren da aber auch nicht 14, sondern 28. Ne? 14 musstest du halt selber irgendwie noch machen. Und viele haben das einfach gemacht, weil die gesagt haben, ich möchte ja datensparsam sein, ich muss ja verargumentieren, warum ich mehr als 14 brauche. Kann ich nicht, so mache ich das. Außerdem steht ja auch überall, dass nicht Daten entfernt werden, und in aggregierten, voraggregierten Berichten steht ja auch immer noch was drin. Aber wie du eben schon gesagt hast, sobald du eine benutzerdefinierte Dimension noch dazu nimmst oder auch eine normale Dimension wie ein Browser oder sowas, siehst du plötzlich eine sekundäre Hostname auch schon. Ja, genau. Ne? Also wenn du rausgehst aus den voraggregierten Berichten, ja, und dir das nach irgendeiner einem sinnvollen Segment anschauen willst, ist da plötzlich nichts mehr drin. Und bin ich mir nicht sicher, ob die DSGVO das im Sinn hatte oder ob Google einfach nur gesagt hat, das Ding heißt ja auch nicht Datenlöschung, sondern Datenhaltung, glaube ich. Aufbewahrung. Datenaufbewahrung, genau. Ja, so. Und ja,
wenn es viele Google Analytics-Konten gibt und man kann auf einen Schlag im Rahmen der DSGVO dafür sorgen, dass man viel weniger Platz für irgendwelche Altdaten auf Servern genau, braucht. Das habe ich auch gedacht. Ja, dann würde ich das vielleicht auch machen. Ja, sehr clever. Und in den offiziellen Unterlagen von der Hilfe von Analytics steht nicht drin, dass es im Rahmen der DSGVO ist. Bei allen Funktionen, die DSGVO oder Datenschutzkonformität sicherstellen, steht es dabei. Bei dem steht es generell nicht dabei. Nee, es kam nur zufällig zeitgleich. Genau, um die Leute auszutricksen. So, war auch sehr clever, fand ich. Haben die alle fein gemacht. Aber darum, das als Servicemeldung, überdenkt das nochmal. Und wir werden bestimmt beim Analytics Summit von dem Rechtsanwalt was hören dazu. Ja, der ist ja relativ entspannt darüber und sich darüber referiert, über die Themen des Datenschutzes. Das kann wohl sein. Ich meine, jetzt werden DSGVO-Vorträge ja auch wieder spannend. Weil wir jetzt wissen, wovon wir reden, weil es ist ja alles schon da, ne? Und ja. Hat sich was geändert? Keine Ahnung. Das erfahren wir alles auf dem Summit. Wir sehen uns. Fundstücke durch, richtig? Ja. Dann kommen wir jetzt zu unserem Dingeling des Monats und wir haben uns entschieden, dieses Mal eben auch so ein bisschen Demexco bezogen, nochmal über den Tellerrand zu schauen und nochmal in das ein oder andere Tech-Management-System reinzuschauen. Und daraus haben wir jetzt als Thema gewählt eben so Tech-Management-Systeme im Vergleich, weil es ja eben nicht nur den Google Tech Manager gibt, auch wenn das hier so klingt. Echt? Ja. Glaube ich nicht, kann mir nicht vorstellen. So. Ja. Wie fangen wir es an zu verkaufen? Du hast eigentlich als erstes einen guten Einstieg, nämlich einen Link gefunden. Genau. Da gibt sich jemand die Mühe, Blast.am, keine Ahnung. Link ist in unseren Shownotes drin. Der fängt an, Tech-Management-Systeme zu vergleichen. Also eigentlich erstmal nur drei, aber und du hattest parallel mich gefragt, ohne dass du den Artikel, glaube ich, kanntest, ob wir die nicht mal vergleichen wollen. Kann das sein? Ja, also weil ich eben auf mir vorgenommen hatte zu den wenigen Sachen, die ich wirklich machen wollte auf der Demexco, ist mir mal den Tech Manager von Pivik Pro anzuschauen oder beziehungsweise zeigen zu lassen, weil es ja keine wirkliche Demo-Version gibt und man sich das nicht irgendwie mal 30 Tage irgendwohin installiert und anschaut. Und deswegen habe ich gesagt, gehst du da mal hin und lässt ihn dir zeigen. So, und dann habe ich mir zeigen lassen und habe gedacht, okay, ne, was macht man so? Ne? Man sucht Gemeinsamkeiten und Unterschiede. So ein paar habe ich gefunden und du hast ja was Ähnliches gemacht. Genau. Ich war auch noch kurz vor Demexco. Ich gehe da eigentlich ungern hin. Wir haben doch nochmal rübergefahren. Mein Büro ist nämlich nur zwei Stationen entfernt vom Messegelände. Bin dann rüber und hatte zwischen zwei Terminen noch kurz ein bisschen Zeit. Bin dann zufällig an Tilium vorbeigekommen, die ja einen Tech-Manager anbieten. Oder es sogar ein Tech-Manager ist, Tilium. Und habe gesagt, hier, jetzt aus, kann mir jemand mal zeigen, was das Ding denn überhaupt kann. Da haben die gesagt, ja, ohne Termin geht hier gar nichts. Und dann habe ich zum ersten Mal gesagt, hey, ich bin vom berühmten Podcast Beyond Pageviews. Wir haben mindestens 1 Million Zuhörer jeden Monat. Ich würde da gerne mal was zu wissen. Könnt euch entscheiden, wir haben Samstag Aufnahme, ob ihr mit dabei sein wollt oder nicht. Und zack, hatte ich meinen persönlichen Berater, der mir dann Tilium erklärt hat, was das Tolles kann. Und ich finde, es hat schon einige tolle Funktionen, Tilium. Darum. So, zum Beispiel, machen wir Reihenfolge nach, oder? Ja, ist mir egal. Also wir danken auf jeden Fall jetzt erstmal jedem Einzelnen unserer Millionen Hörer, dass sie dir das ermöglicht haben. Genau. Ich habe schon echte Zahlen genannt. Ich habe schon gesagt, dass wir fast 2000 Hörer haben. So ganz die Realität. Ging trotzdem. Gut. Ja, ging trotzdem. Kaffee gab es auch noch und Einblick in Tilium. So, aber was ist eigentlich wichtig bei so einem Tech-Management-System? Wollen wir es mal zuerst klären? Ja, sollten wir vielleicht machen, genau. Also die normalen Vorteile brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht so aufzählen. Ne? Wir müssen nicht ganz vorne anfangen. Aber so ein paar Entscheidungskriterien für oder gegen ein Tool gibt es ja in der Regel. Sowas wie, dass man da vernünftig in einem beherrschbaren Workflow und einem Rollenmanagement dafür sorgen kann, dass da verschiedene Leute zusammenarbeiten können. Jetzt warst du aber gemein, oder? Warum? Weil der Google Tech Manager keinen Workflow hat. Also keinen definierten. Nee, aber ich kann ja einen aufsetzen. Also dadurch, dass ich zumindest irgendwie verschiedene Rollen definieren kann, erzwingt sich manchmal ja auch durch die Rechte, die ich mit meiner Rolle habe, nachher eben ein Workflow, damit was passiert. Ja. Gut, Workflows hätte ich vielleicht gar nicht sagen dürfen. Gut, aber dann haben wir da vielleicht ja schon einen Unterschied gefunden. Ne? Also Tech-Management ist in der Regel nicht Sache für einen, ganz selten. Ja, so. Und deswegen ist das eins der Dinge, die ich da relativ wichtig finde. Ne? So, wie kann ich das, wer kann was und wie kann ich das steuern?
Genau, dann lass uns doch mal, stell du doch mal Pivik Pro mal vor, was du da toll fandest und ganz zum Schluss nehmen wir dann den Google Tech Manager und sagen, was da eventuell passt oder nicht. Ja, gut, machen wir das so. Vielleicht noch vorab, also ich habe mir wirklich noch nie großartig andere Systeme angeschaut. Ich habe mal mit einem Tool gearbeitet, das es auch immer noch gibt. Ich muss es gerade aber nochmal googeln. Das Ding hieß Tech Commander. Der wurde doch aufgekauft, oder nicht? Ja, da steht jetzt was von Commanders Act, aber das Produkt scheint wohl immer noch Tech Commander zu heißen. Und es scheint es noch zu geben. Aber das ist jetzt schon wirklich echt lange her. Das heißt also, es gibt auch noch natürlich andere Systeme, die jetzt auch nicht auf dieser Liste stehen, die wir da verlinkt haben, in diesem Vergleich. Ich glaube, der war da nicht dabei. Nee, der war nicht dabei. In dem Beitrag, den du da gefunden hattest. Und so gibt es bestimmt auch noch ein paar andere. Ne? So, aber wir haben uns jetzt natürlich, vergleichen jetzt das, was wir uns angeguckt haben. Und das ist neben dem Google Tech Manager halt jetzt in meinem Fall Pivik Pro und in deinem Fall Tilium. Oder bist du da schon mal mit beim Kunden auch schon mal drauf gestoßen? Auf Pivik Pro? Nee, auf Tilium. Ja, auf Tilium bin ich schon gestoßen, auch ganz oft bei Anfragen von Hayes oder so, die sagen, hey, warum ich mit der Tilium kann. Aber auf Pivik Pro bin ich tatsächlich im Coach schon in den letzten Tagen öfter gestoßen. Das fand ich überraschend, ein wenig. Ja. Also Grund genug auf jeden Fall für mich, sich das Ding anzugucken. Und ich hatte eine freundliche Vorführung von jemandem, der da auch, glaube ich, relativ nah an der Entwicklung dran saß. Ja. So, und wir haben uns das Ding angeguckt. Ich hatte erstmal sowieso Gelegenheit, weil da so eine normale, sagen wir mal, normale Vorführung von dem Tech-Manager lief. Da habe ich einfach über die Schultern geschaut. Der hat ja anders das Ding präsentiert. Also von der Oberfläche her zum Beispiel finde ich den sehr, sehr aufgeräumt und übersichtlich. Ja. Das ist was den auf jeden Fall differenziert von dem früheren Google Tech-Manager. Der war ja mal grausam. Ne? So. Aber jetzt finde ich die Oberfläche auch beim Google Tech-Manager gar nicht mehr so gruselig. So, also das Ding hier ist halt, wie gesagt, relativ aufgeräumt. Es kann das, was Tech Manager können müssen. Ne? Wir können eben da User und Rollen definieren und die dürfen dann halt Tags ausspielen, bedingt von Triggern und es gibt Variablen, also das, was man so braucht. Es gibt sogar einen Data Layer, der heißt und praktischerweise Data Layer. Das heißt also, wenn man jetzt versucht, beides irgendwie parallel zu betreiben, dann muss man auf jeden Fall sich beim Google Tag Manager, muss man da ansetzen, wenn man dann mit einem anderen Data Layer, mit einer anderen Variable arbeiten will, weil das ging nach Aussage, die ich da so mitbekommen habe, jetzt im Moment bei Pivik Pro nicht. Ne? Da heißt der Data Layer zwingend Data Layer. Ist ja auch ein Data Layer. Ja, ja, nee, ist ja auch erstmal nicht schlimm. Ne? Nur, also ich sag mal, wenn man wirklich jetzt da irgendwelche Plugins hat, die eigentlich für den Google Tag Manager sind oder sonst was, dann kommen da vielleicht auch irgendwelche Dinge an, die da so eigentlich nicht gedacht sind oder wie auch immer. Also ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass es da Konflikte gibt, wenn man zwei Systeme hat, die beide auf einer gleich benannten Datenschicht versuchen aufzusetzen. Ja, ja, ja. Mal ganz kurz, du hast gesagt, sieht übersichtlich aus. Ich habe Screenshots gesehen, da sah es sehr Google Tag Manager ähnlich aus. Eigentlich so links Navigation und so. Ja. Publish. Genau, ja, du hast jetzt also nicht so die Bereiche, also du hast jetzt links so nicht die Navigation, wie sie im Google Tag Manager hast, sondern du wechselst halt zwischen Tags, Triggern, Variablen und dem Changelog im Prinzip oben über Reiter und siehst auf der Seite halt immer alles, was irgendwie verbaut ist und du siehst auch Sachen, die nicht verbaut sind, aber die du verbauen könntest. Das heißt also sowas wie so ein neues Tag auswählen, kannst du da im Prinzip einfach dann über einen Klick und dann mit Triggern und so weiter versehen. Das fand ich, wie gesagt, eigentlich gar nicht so verkehrt. Ansonsten hast du halt natürlich irgendwo Details, die du dann zu einem einzelnen Tag bearbeiten kannst. Und da sieht es dann halt fast genauso aus wie im Tag-Manager. Du hast bestimmte Felder, da kannst du dann eben Variablen einsetzen oder Werte eintragen. Du kannst irgendwelche Optionen aktivieren oder deaktivieren. Und das war's. Weil das ist ja Sinn und Zweck von so einem Tag-Management-System, dich eigentlich von dem Code-Snippet, was da indiziert wird, fernzuhalten und dich nur die Dinge zu fragen, die man wissen muss, damit das Ding ausgespielt werden kann. Sowas wie eine Tracking-ID, sowas wie eine Kundennummer, eine Projekt-ID für irgendwelche Mouse-Flow-Dinger oder sonst irgendwas. Und das läuft da halt genauso, wie man das sonst eben auch gewohnt ist. Ja, und dann so diese Standardfunktionen halt wie Vorschau vom Veröffentlichen zum Beispiel ist da auch ähnlich wie im Google Tag Manager umgesetzt. Ja. Gibt einen sehr schönen, finde ich, Debug-Mode.
Der läuft halt in so einem Overlay. Das Ding war jetzt an der Seite. Ich bin immer sicher, dass man es auch woanders hinschieben kann oder vielleicht auch raus aus dem Browserfenster. Das weiß ich so genau gar nicht. Ja? Das wäre schon ein eigenes Browserfenster war, aber es war halt so ein Overlay. Es hat jetzt nicht wirklich die Seite verkleinert. Da kannst du eben auch hingehen und siehst direkt primär erstmal, was ausgespielt wird. Und kannst dann bei jedem Tag draufklicken und siehst dann halt genau, welches Event hat das Ding da irgendwie ausgespielt, welche Variablen haben hier welche Werte und wie man das eben auch so gewohnt ist. Also das Debugging, kann ich mir vorstellen, ist da mindestens genauso einfach und komfortabel, wie es beim Google Tag Manager der Fall ist. Ja. Okay, und jetzt die Frage, was ist, also das habe ich von Tini auch gefragt, was ist so das Besonderste, was du jetzt beim Pivik Pro Tag Manager gesehen hast, wo du sagst, wow, das kann ja viel besser als im Google Tag Manager? Wahrscheinlich das Tracking, also eine tiefere Implementierung von Tracking mit Pivik Pro kann man sicher halt mit dem Pivik Pro Tag Manager besser hinkriegen. Also genauso wie ich beim Google Tag Manager ja jetzt auch ganz viele verschiedene Arten von Hits absenden kann über meinen Google Analytics Tag, kann ich da eben sehr, sehr dediziert und einfach dann die verschiedenen Tracking-Typen von Pivik Pro da eben auch absetzen. Das heißt also, da ist diese Verzahnung von dem eigentlichen Produkt und dem Tag-Management-System ist halt ähnlich wie beim Google Tag Manager. Okay. Umgekehrt, genauso wie man jetzt irgendwie ein Custom HTML brauchen würde, um Pivik Pro Tag auszuspielen mit dem Google Tag Manager, brauchst du für die meisten Fälle genau das Gleiche, auch wenn du jetzt mit dem Pivik Pro Tag Manager versuchst, irgendwie eine Google Analytics Installation am Leben zu halten. Da gibt's ein Google Analytics Tag, ein vorgefertigtes, ja. Das macht aber eben nichts außer am Seitenaufruf. Wir waren uns bei der Vorführung auch noch nicht 100% sicher, ob das Ding auch wirklich anonymisiert. Und weil du sowas wie Felder oder benutzerdefinierte Dimensionen oder sonst was da alles auch überhaupt nicht eintragen kannst. Wie bitte? Ich habe dich gerade so schlecht verstanden. Ja, kannst du halt nicht machen. Ne? Also es gibt wirklich das Google Analytics Tag, was da drin ist, was vorfertig ist, macht einen Seitenaufruf und erlaubt dir eigentlich keinerlei erweiterte Konfiguration. Ich glaube, das Ding ist eigentlich gar nicht richtig lebensfähig. Nee. Das heißt also, wenn du Google Analytics damit ausspielen willst, brauchst du am Ende des Tages auch mehrere Custom HTML Tags, auch damit du Events und sowas schießen kannst und alles, was sonst um an Seitenaufruf hinausgeht. Auch so Kleinigkeiten wie Transaktionen oder so würden ja gar nicht unterstützt werden von Haus aus. Heieiei, okay. Ja, so, aber das wäre, wie gesagt, umgekehrt, um fair zu sein, natürlich beim Google Tag Manager nicht anders, wenn du eine Pivik Pro Installation damit tief durchmessen willst. Ja. Musst du im Prinzip genau durch die gleichen Reifen springen. Ja, nur die Frage mit dieser Anonymisierung ist natürlich so ein bisschen, also das ist dem Kollegen, glaube ich, auch dann ganz oben auf seine Liste gerutscht. Ne? Das wird dann mit Sicherheit am gleichen Tag noch kontrolliert worden sein. Ja, oder halt fixen lassen, wie auch immer. Ja. So, und das Ding ist halt auch sehr verzahnt halt mit dem Consent Manager, den die da so haben, ne? Der zu dieser Pivik Pro Marketing oder wie auch immer Suite dazugehört. Besteht aus mehreren Produkten, ist ja nicht nur das Web-Analyse-Tool, ist nicht nur der Tag-Manager, sondern eben unter anderem auch dieser Consent-Manager, mit dem man seine Cookies steuern kann und dem Benutzer mehr oder weniger die Wahl lassen kann, wie Tags ausgespielt werden, ob Tags ausgespielt werden. Das funktioniert da allerdings in Klassen. Ne? Also ich habe da mal so ein bisschen das hinterfragt. Also kann ich so granular hingehen und mehr oder weniger für jeden Tag, den ich da habe, ein eigenes Opt-out anbieten? Da ist die Antwort halt jein. Ne? Du hast so irgendwie vier Klassen und noch eine Custom-Klasse und wenn du mehr als 6 Tags ausspielst, dann kriegst du es wahrscheinlich nicht mehr granular genug hin. Aber das wird schon alles irgendwie seinen Grund haben. Ich bin ja auch kein Anwalt. Ne? Also der Punkt ist, du kannst da bei jedem Tag im Prinzip sagen, wie das dann halt von dem Consent-Manager nachher auch gehandelt werden soll. Ne? Und der Tag-Manager kümmert sich dann eben auch um das Ausspielen oder eben auch Nicht-Ausspielen von irgendwelchen Tags. Also wenn man jetzt sagt, das Thema Tag Management ist für mich deswegen gerade eben wichtig, weil ich auch jetzt hier vielleicht auch mit der E-Privacy-Richtlinie, die da vor der Tür steht, irgendwo mich jetzt noch mehr um Cookies kümmern muss und man will jetzt diese komischen Dinger, die man sonst so kennt, will man da nicht verbauen, die auch wieder auf irgendwelchen amerikanischen Drittanbieter-Servern betrieben werden oder sonst was, dann mag das eben so ein Argument sein, wo man sagt, so das machen die dann besonders gut, ne, weil es eben auch wieder was anderes ist, was mit zu dieser Suite gehört und deswegen ganz gut verzahnt ist. Das war jedenfalls so mein Eindruck. Ja. Naja, und so ein paar Kleinigkeiten. Ich habe halt auch einen Changelog und
sehe halt, welche Version da jetzt wann veröffentlicht wurde und so weiter und auch von wem. Aber ich konnte da zum Beispiel, was ich super wichtig finde, ich kann keinen Grund angeben. Ne? Es gibt also kein Bemerkungsfeld oder gar ein Kommentarfeld, wo ich sagen kann, beim Veröffentlichen, jetzt ist das geändert worden und zwar aus folgendem Grund. Überhaupt kein Kommentarfeld. Nee, das gibt's halt nicht. Ne? Also wenn ich halt wissen will, warum ist da jetzt was veröffentlicht worden, dann muss ich da halt im Prinzip reingehen, muss gucken, was ist geändert worden und muss mir aus den Änderungen selber zusammenreimen, was der Grund gewesen ist. Okay, da ja fast keine Kommentare reinschreibt, ist das auch nicht so schlimm. Ja, also ich mache es. Ne? Genau, ja, ich auch. Grund, ja? Ja. Ich weiß auch, also selbst wenn ich alleine damit arbeite, weiß ich gerne in einem Jahr noch, warum habe ich diese Version veröffentlicht. Ja, ja, klar. War auch nur Spaß. Aber wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten. Aber du hast ja leider recht, ne? Sonst macht's ja keiner. Ne? Wenn ich irgendwo reingehe und ich sehe zum ersten Mal irgendwo, habe ich Zugriff bekommen auf den Tag Manager, dann sehe ich da halt Version 17 ist live und dann gucke ich rein und da sind genau null Kommentare dabei. Gut, anfangs ging das auch nicht, aber irgendwann ging das. Ja? Und da es nutzt halt keiner. Genau. Super. Wurscht. Also das war so ein bisschen so mein Durchflug durch Pivik Pro. Ich fand das Ding wirklich gut, ja, und wenn man eben Gründe hat, ein anderes Tag-Management-System einsetzen zu müssen, wollen, wie auch immer, manchmal reicht es ja auch, dass man den Google Tag-Manager aus irgendwelchen Policy-Gründen nicht einsetzen kann, dann glaube ich, ist der Pivik Pro Tag-Manager, wenn man sowieso mit Pivik Pro arbeitet, ist es ein No-Brainer, weil es ja dazugehört zum Produkt, ja. Ja. Kann man das natürlich eben nutzen. Ja, wobei einer ist selbst gehostet, finde ich ja schwieriger, aber egal, ist nicht mein Problem. Nee, eben. So. Aber ja, war okay. war für etwas, was es noch nicht lange gibt, erstaunlich reif. 2016 gelauncht, glaube ich. Ne? Ja, so und ja, Jahre, kann sein. 2-3 Jahre. Ob das ja da schon aus der Beta war, weiß ich nicht, aber ich habe damit waren die auch von frühestens vor 2 Jahren oder sowas mal was davon gehört, überhaupt zum ersten Mal. Und damit kann man schon, glaube ich, das meiste halt abfackeln. Wenn man jetzt anfängt, damit irgendwelche Dinge zu verbauen, stellen sich bestimmt Fragen, ja. Aber ich glaube, es ist da auch einfacher als bei Google dafür zu sorgen, dass etwas auch reinkommt ins Produkt. Sag ich. Ja, und die Tücke liegt halt immer im Detail. Wir können halt nur irgendwo mal kurz drauf gucken. Ja, nee, eben. Ne? So, aber wenn mir jetzt im echten Leben da was fehlt, dann könnte ich mir vorstellen, dass man da als Anwender von diesem Tag-Management-System durchaus noch Einfluss auf die Roadmap hat. Die oh, schönes Stichwort. Du sagst, wenn dir irgendwas fehlt, dann geh mal zu Tilium rüber. Bei Tilium, ich war relativ begeistert von Tilium, bin ich ganz ehrlich. Das kann extrem viel, schon fast zu viel. Aber wenn dir irgendwas fehlt, dann kannst du direkt in den JavaScript-Code gehen vom gesamten Tilium, so wie ich das verstanden habe. Okay. Du kannst sogar komplett was ändern, wo du meinst, da möchtest du gerne dran. Von wegen hier anpassen. Aber generell ist Tilium ein spannendes Tool. Kann Pivik Pro auch synchrone Tags aussteuern? Weil das finde ich bei Tilium sehr spannend für AB-Tests und so. Hast du da eigentlich? Ja, ich glaube schon. Ich kann jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber ich meine, mich an so eine Option erinnern zu können innerhalb der Präsentation, die ich da gesehen habe. Weil das kann halt der Google Tag Manager nicht synchron. Ich habe halt nur noch, ich hab einen Printscreen mit, ne? So hier, so. So sieht das aus. Ja, so sieht er aus. So, und das sind meine Notizen, die kann nur ich lesen. Ja. Aber. Okay. So, okay. Nee, Tilium relativ offen, synchrones Abfeuern. Die nannten das Marketplace, wo man die Tag-Vorlagen findet. Ich fand den Namen ganz schön, nutzen, glaube ich, mehrere. Die haben relativ viele Marketplace drin, wo du Sachen halt zu verschiedenen Anbietern, so wie die Tag-Vorlagen beim Google Tag Manager halt abrufen kannst. Und du kannst auch Libraries anlegen, das, was wir machen mit irgendwelchen Export-Imports für hier Tags und Tag-Vorlagen und Konfigurationen, machst du einfach mit einer Datei. Die hast du fertig angelegt, die kannst du überschreiben, kannst du Teile überschreiben, die liegen ja auch im System drin, in so einer Media Gallery, würde man jetzt sagen, oder in so einem Ding und kannst dir einfach drauf zugreifen. Und wenn du die da änderst, werden die auch überall geändert. Das heißt, wenn du so ein globales Projekt hast, wo du einfach 20, 30 Tag Manager hast, kannst du sozusagen deine Library ändern und hast es überall ausgespielt. Das fand ich schon sehr cool, muss ich sagen. Das ist tatsächlich, wenn man mit mehreren Konten oder Containern sich rumschlägt und muss die alle in irgendeiner Art und Weise aktuell halten und kann das eben nicht mit einem Container abfackeln, dann ist natürlich prima, wenn man eine zentrale Stelle hat, wo man diese Sachen pflegen kann. Genau, das fand ich schon sehr cool. Ansonsten, die Oberfläche war relativ viel, war viel zu klicken und Google Analytics, gutes Thema. Tilium hat kein eigenes Tracking-Tool, darum sind die komplett da, ist denen das egal, was man eigentlich nutzt. Und erst dachte ich, da haben wir so diese Google Analytics-Konfiguration aufgemacht, da waren irgendwie 5 Felder zum Ausfüllen. Dann hat er auch gleich die Cookie-Domain, das Feld hieß dann anders als im Analytics-Code. Da naja, kann man ja machen. Und jetzt benutzerdefinierte Dimension, war ich ein bisschen vorlaut. Ja, und das geht alles.
Du kannst wirklich alles einstellen. Da ist, glaube ich, nahezu alles berücksichtigt. Alles anklicken, Felder hinzufügen, benutzen für die Dimensionen, irgendwelche Karteikartenreiter und so. Also schon war alles möglich. Das heißt also so die ganzen Hit-Types inklusive Timing und... Genau, das kam so vor, als wenn das da alles komplett drin ist. Ereignisse sowieso, benutzerdefinierte Metriken, benutzen für die Dimensionen, also schon scheinbar alles berücksichtigt. Da hatte ich schon, wow, das fand ich schon sehr cool. Muss man aber, glaube ich, auch wenn man den Anspruch hat, irgendwie das Tech-Management-Tool ever zu sein, oder? Genau. Und was ich super spannend war, dass die, da haben wir leider keine Zeit mehr gehabt, weil ich den nächsten Termin hatte, aber links am Bildschirm vom Tilium waren plötzlich Knöpfe, die sozusagen den Feedback-Kanal von der Website gebildet haben. Das heißt, du kannst die Website crawlen und gucken, was ist da eigentlich drauf. Das fand ich cool. Dass du wirklich crawlen kannst und einfach gucken kannst, was sind denn da für Tags, was läuft denn da, was funktioniert denn da und so. Oder über eine Sitemap. Also nicht nur das, was ausgespielt wird, sondern das, was vielleicht auch hart verbaut ist. Ja. So. Ja. Also einfach alles. Ja. Also eingebautes Ghostory. Ja, und halt auch ein Logging eingebaut, so wie ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ging alles sehr schnell, aber ich glaube auch so ein Logging, dass er halt mitschreibt, was wo ausgelöst wurde und auf welche URL und so. Mhm. Also schreibt das. Also ich war echt, auf jeden Fall habe ich überlegt, ob ich da nicht nochmal tiefer einsteige und mal genauer angucke, was da eigentlich los ist. Weil das echt cool ist. Das ist aber auch nichts, wo man sagt, ich nehme jetzt hier einfach mal so 30 Tage kostenlosen Test und werde danach nicht angerufen. Da gibt es wahrscheinlich nicht. Ne? aber was ich hatte mal nach dem Preis gefragt und es kostet Geld, ja, aber es war niedriger, als ich dachte. Es war irgendwie, ich glaube, für vierstellig kriegst du das im Monat schon. Was ich jetzt in dem Enterprise-Bereich halt auch schon nicht so viel Geld finde. Ja. Dann halt auch so CDN-Lösung logischerweise mit läuft und so. Aber ich sehe hier gerade, hier gibt es eine kostenlose Testversion. Ja, okay. Da müsste man es vielleicht einfach mal angucken. Du wirst es wahrscheinlich vorher hier angerufen. Aber dann sagst du, bestellst du nie einen Gruß von mir. Ja, ich bin der Co-Moderator von diesem Wahnsinns-Podcast da. Wo genau. Millionen. Ja. Nee, interessant. Ja, also wenn das auch, wie gesagt, vierstellig, ich habe natürlich die gleiche Frage gestellt, ne? Was kostet alles? Und nun gibt es ja den Pivik Pro Tech Manager nicht als separates Produkt, sondern nur als Teil der Suite. Aber da ist eben auch, sagen wir mal, das Hit-Volumen, was da so zu verarbeiten ist nachher in der Webanalyse, ist so ein bisschen der Preistreiber. Aber so typische Installationen kann man eben auch schon mit bis zu einem gewissen Volumen auch in einem niedrigen Bereich, so 1.000, 1.500 € im Monat, ja, oder sowas betreiben. Ja, und hast dann eben nicht nur das Tech-Management-System, sondern hast da den ganzen anderen Schmus mit dabei. Kannst halt nur Analytics nicht so, Google Analytics nicht so gut bedienen. Aber wie gesagt, das ist ja auch nicht Kernzweck von dem. Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube auch, wie gesagt, da ist ja auch das letzte Wort noch nicht gesprochen. Also wenn ich jetzt da irgendwie Produktmanager wäre, ja, dann würde ich einfach die anderen Tech-Typen auch mit einbauen und tralala. Das ist ja nicht, die haben da einfach wahrscheinlich noch nicht dran gedacht, weil die Google Analytics ist wahrscheinlich nicht deren Kernkompetenz. Nee, natürlich nicht. Was ja nachvollziehbar ist. Warum sollten die sich jetzt so eingehend mit irgendwelchen Fremdprodukten auseinandersetzen? Also, wenn die Realität entsprechende Anforderungen an das Tool stellt, dann werden die mit Sicherheit auch kurz oder lang erfüllt werden, könnte ich mir denken. Genau. Und jetzt die Frage an dich. Wirst du wechseln zu Pivik Pro? Vom Google Tech Manager? Nein, also weil ich auch gar keinen Anlass habe. Ja, also erstens lebe ich da sowieso völlig in der Google-Welt verbandelt. Zweitens glaube ich, dass man viel mehr Kunden draußen helfen kann mit dem Google Tech Manager, als die jetzt erstmal mit dem Pivik Pro Tech Manager und den entsprechenden Kosten dann irgendwie. Also es gibt genug Hürden, jetzt muss ich nicht noch mit Kosten anfangen. Ne? Aber wer den hat, dem kann bestimmt auch genauso geholfen werden. Ne? Also solange es um irgendwelche Standarddinge geht oder sowas, kann man die damit wahrscheinlich auch genauso umsetzen. Und wenn es darum geht, irgendwas, was so ein bisschen hacky ist, umzusetzen, dann muss man wahrscheinlich doch tiefer im System stecken. Also das, was ich jetzt mit dem Google Tech Manager gemacht habe, das habe ich vor 5 Jahren oder vor 4 Jahren auch noch nicht damit gemacht. Ja. Ja, ja. Für mich jetzt von wegen... Gegenfrage, steigst du um, ja. Tilium, jetzt? Ich bin ganz, ganz kurz davor, wenn die Kunden das benutzen würden, würde ich mich auf jeden Fall doch mal darauf einlassen. Ja. Was jetzt so gerade mir noch gerade eingefallen ist, der hat ganz stolz erzählt, dass das Tilium bei den Variablen eine Formatumwandlung auch kann.
Also Lowercase, also Kleinschreibung, Großschreibung, aus ja. Null und Undefined halt Werte machen. Ja. Da muss ich sagen, dass er den Teil seines Vortrags ändern muss, weil das kann der Tech-Manager von Google inzwischen auch seit 2 Wochen. Ja, ja, aber ist ja so, ne? Also Systeme, Systemvielfalt befruchtet Funktionen, ja. So. Genau, wobei auch der mir erzählt hat, wohl anfangs haben die wohl auch mit Google zusammengearbeitet, mit also Tilium und der Google-Team und so. Sind irgendwann auseinandergegangen, weil Tilium gibt es wohl schon jetzt 10 Jahre oder so oder noch länger. Mhm. Also schon, ich glaube 2008 hat er gesagt oder so, also schon 2007, keine Ahnung, auf jeden Fall extrem lange schon. War mir gar nicht so bewusst. Nee, auf jeden Fall ein spannendes Tool, soll natürlich auch seine Schwächen haben wie jedes andere Tool, aber ich wäre da nicht abgeneigt, da auch mal ein bisschen tiefer einzusteigen und zu gucken, was das kann. Es war ein bisschen sehr viel Klicken, fand ich. Es waren sehr viel Menüs und sowas. Da ist das der Google Tech Manager schon ein bisschen aufgeräumter, fand ich. Ja, interessant. Aber wenn man halt seit Jahren so eine Plattform schon entwickelt, wird es halt immer mehr in der Regel. Ja, kann ja tatsächlich dieser Feature-Wildwuchs sein, ne, der so dazu führt. Ich meine, ich komme ja aus der Software, ich kenne das so ein bisschen, ne? Also je vielfältiger so Systeme werden, desto schwieriger wird es nachher wirklich für jemanden, der neu einsteigt, sich mit den Besonderheiten, die da teilweise dann existieren, da schnell zurechtzufinden. Genau. Wenn man dann den 4. oder 5. Navigationsweg eingeführt hat, damit überhaupt noch irgendwas funktioniert. Ja, Tech-Manager-Systeme. Also es gibt genau, und deren mehrere. Zu Adobe Launch lesen möchte, kann das in dem Blogbeitrag, den wir verlinken, packen. Der ist da nochmal drauf eingegangen. Damit haben wir gar keine Erfahrung. Das ist ja von der Adobe Analytics Suite, oder wie das jetzt heißt, da. Das System gibt es ja auch noch. Ja, ist bestimmt auch toll, aber habe ich auch noch nie gesehen. Und das kann man sich eben auch nicht einfach mal so kurz auf die Platte packen und mal gucken. Nee, aber Adobe kommt gerade mehr in Deutschland, habe ich das Gefühl. Die haben scheinbar ein sehr gutes Sales-Team. Die verkaufen ihr Content-Management-System extrem gut, kommt mir so vor. Und dann auch gleich, nö, dann nehmen wir das Analytics mit dabei und die Personalisierung. Also der Respekt an das Sales-Team läuft hier in Deutschland scheinbar. So mein Eindruck. Ja, gucke ich mir auf der nächsten Demexco an. Ja, wenn die noch in Köln ist. Ja, so. Ja. Dann sind wir, glaube ich, durch. Relativ umfangreich. Ja. Und mehr war auch nichts auf der Demexco. Nee, gut, wir waren bestimmt auch noch an 2, 3 anderen Ständen, aber da gab es keine Tech-Manager. Das war's für mich, das war meine Demexco. Ja, gut, haben wir uns ja. Ich war wirklich nicht lange da, ich war, hab noch einen Kollegen getroffen und dann war's das auch schon. Ansonsten halt Meta People und der OM Club, wie es üblich ist. Ja, dann bringen wir doch die Sendung so fokussiert wie das Thema Tech-Management ja schnell zu Ende. Viel haben wir nämlich auch nicht mehr, würde ich sagen. Ne? Okay. Dann noch ein letztes jetzt. Mal hingewiesen auf die Analytics-Challenge, die Insights-Veranstaltungen, 20.09., das kriegen wir so gerade noch vorher veröffentlicht, also wer das dann hört und hat nicht dran gedacht, schnell nach München und dabei sein. Der Markus freut sich. Genau, Hamburg, 11.10. und dann sind die Termine durch. Wir haben noch das Measure Camp in Berlin am 5. Oktober. Da bist du dabei. Da bin ich dabei. Ich habe mir in der 2. Welle doch noch ein Ticket geschossen. Die 3. läuft noch, sagst du, oder ist die jetzt durch? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass uns schon unterstellt wird, dass wir absichtlich nicht gemeinsam auf Konferenzen gehen. Du Sea Camp Hannover, ich in Jena, ja. Ich Measure Camp London, du Berlin, als wenn wir uns nicht mögen würden im Live. Nee, die Erklärung ist ja ganz einfach. Guck mal, von mir aus gesehen ist Hannover ja viel näher als Jena und Berlin als London und deswegen reist du einfach gerne etwas weiter. Das ist die einfache Erklärung. Nee, London ist näher dran für mich als Berlin. Ja, für mich. Da gehe ich hier mit der S-Bahn zum Flughafen. Ja. Schon darüber und gut ist. Gut, dann hat die Ausrede auch nicht funktioniert. Wir können uns einfach nicht leiden, so sieht's aus. Genau. So. Nee, aber ich denke mal, das ist schon eher Zufall. Außerdem sind wir beide in Hamburg beim Summit und damit ist es. Auf jeden Fall. Also wer noch kein Ticket für ein Summit hat, das wird bestimmt echt gut. Also ich freue mich tatsächlich schon beim Analytics Summit auf den Rechtsanwalt, der relativ entspannt immer die Datenschutzsachen erklärt und nicht so einen Aufriss macht wie andere Anwälte, die immer gleich den Weltuntergang beschwören. Mhm. Ja, ja, das ist ja ein paar Spezialisten. An Bäumen. ja, also wer dabei ist, in Berlin zum Beispiel, das beim Measure Camp, ich werde, wenn das Wetter es zulässt, wieder einen Beyond Page Views Hoodie anhaben. Man sollte mich erkennen können. Ein paar Aufklärungen. Yeah. Ja, bevor wir jetzt zum Abspann kommen, ganz wichtig, ich habe es leider verpasst, Markus ein T-Shirt mitzubringen. Der hat sich so gerne aus Halle 7 ein spezielles T-Shirt gewünscht. Habe ich nicht geschafft tatsächlich. Ich habe nämlich nicht gefunden, also nicht wahrscheinlich gut genug gesucht. Darum, Markus ist nämlich so ein, das weiß, wisst ihr vielleicht nicht, der liebt T-Shirts und der kauft sich so gerne selber welche.
der hat die lieber mit coolen Aufdrucken. Ist das richtig, Markus? Ja, also ich trage eigentlich fast nur irgendwelche T-Shirts von irgendwelchen Veranstaltungen, Tool-Anbietern, fremden Agenturen. Da bin ich wirklich total... voll super Werbefläche. Ja. Ist genügend Platz drauf, bist groß genug. Ja, da ist mir nichts zu fies. Darum, wenn ihr T-Shirts habt, dann könnt ihr das dem Markus schicken. Markus, wie kommen die an deine Adresse und deine Kontaktdaten? Die stehen in diesem Internet. So einfach machst du den. Da steht im Internet, okay. Ja, also wer nach Markus Bärsch googelt, findet entweder mich oder jemanden, der irgendwann mal in der Politik tätig war. Nicht den Politiker schicken mir. So. Nicht den Politiker? Okay. Okay, also wer so coole T-Shirts hat oder auch nicht so coole T-Shirts oder einfach, welche Größe brauchst du? L ist immer richtig. L ist immer richtig, super. Also schick dem Markus L-T-Shirts und brauchst ihm auch kein Weihnachtsgeschenk zu schenken. Ja, wunderbar. Danke für diesen Aufruf. Schön. Zeit für den Abspann. Zeit für den Abspann. Ja, da, wenn das Sommerloch vorbei ist, dann nehmen wir gerne wieder direktes Feedback auf jedem möglichen Kanal und wenn wir uns direkt sehen und das Zweitbeste wäre dann halt ein Kommentar auf Termfrequenz bei den Shownotes zu dieser Folge und dann haben wir die Klassiker wie immer, ne? Bewertet uns bei iTunes. Bitte. Liked unsere Facebook-Seite, solange es sie noch gibt. Da geht es ja jetzt gerade auch irgendwie rechtlich wieder so ein bisschen rauf und runter. Ja, jetzt hat doch Facebook irgendwie die AGB geändert und jetzt meinen die, jetzt sind die raus aus der Nummer und jetzt sind wir noch verantwortlicher für, ich weiß nicht was, ist mir egal. So, also solange es da noch was gibt, wie gesagt, am liebsten Termfrequenz und eben auch Facebook geht auch. Wir sind bei SoundCloud, wir sind bei Spotify und sonst irgendwo zu hören. Spotify ist auch nicht mehr so toll, hast du gesagt, Michael? Ja, also Sascha, hörst du uns noch? Dann gib uns bitte Bescheid, ob wir es auf Spotify lassen wollen. Okay, also ich kenne da keine Zahlen, keine Ahnung. So, und wie immer dann als Letztes, wer uns was sagen will, was nicht im Kommentarfeld oder so öffentlich lesbar stattfinden soll, schickt eine Mail an podcast@analytrix.de und spätestens da bei analytrix.de im Impressum findest du auch meine Adresse. Schick mir ein T-Shirt. Dankeschön. Das war's. Genau, einfach nur, ich wollte mich dann auch noch verabschieden. Ja. Aber nur ohne nicht zu sagen, dass wir haben ja echt viele Zuhörer. Das ist auch super cool und ich habe gerade mal geschaut, wir haben ungefähr 1500 echte Downloads und ungefähr noch viel mehr. Und davon sind Spotify sind 10. Von daher, das ja. Mal kurz. Okay. Mach 9 draus, weil ich habe tatsächlich mal nachgeguckt, ob ich uns auf Spotify finde und habe da auch mal eine Folge angemacht. Das sind es wahrscheinlich nur noch 9. Also von der letzten Folge waren es 10. Aber von daher, wir lassen nochmal drauf. Frisst ja kein Brot, wie man so schön sagt. Aber Sascha, wenn du es nicht mehr hörst, dann sag mir bitte Bescheid, können wir es rausnehmen. So, weil Sascha hatte sich das mal gewünscht. Gut. Okay. Dann von mir auch noch alle Grüße und bis zum nächsten Mal. Diesmal kommen wir, sind wir echt früh dran, ne? Mitte ist man schon aufgenommen. Wow. Ja. Macht ja nichts. Das kriegen wir hin, dass wir verschieben das wieder Richtung Monatsende, spätestens im nächsten Monat. Genau, und wenn ihr Themenvorschläge habt, glaube ich, könnt ihr auch mal gerne auf unsere Facebook-Seite posten. Ja, fände ich super. Können wir mal dazu aufrufen? Ja, hatten wir schon mal gemacht. Ein oder zwei hatten wir gekriegt, die sind aber längst im Kasten, also schickt uns neue. Ja, und wir können mal überlegen, ob wir vom Analytics Summit mal nahezu live was machen. Können wir auch überlegen, dass ich mein Equipment mitbringe und dann nehmen wir auf. Ja, genau. Kapern wir die Bühne in der Mittagspause. Nee, hier genau. Und uns fällt was ein. Gut. Okay, okay. Das soll es gewesen sein. Genug Geschwatz. Wir schwätzen weiter nächsten Monat. Bis dahin. Danke fürs Zuhören und ciao. Genau. Bis dann. Ciao.